Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Constructed Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suibo. Und wie ihr sehen könnt, habe ich leider 3-4 Sterne verloren. Zuletzt sind einige Counter-Decks zu dem Warlock-Deck unterwegs. Deswegen habe ich jetzt erstmal ein Jäger-Deck ausprobiert. Beziehungsweise gebastelt von dem aktuellen Standard-Jäger-Deck irgendwo her abgeleitet, sage ich jetzt mal. Denke, das wird wahrscheinlich auch in so in der Art irgendwo rumgeistern. Das werden wir jetzt ausprobieren. Die Deckliste seht ihr ja rechts. Hoffe, dass wir dadurch die Sterne, die ich zuletzt verloren habe, wieder gut machen kann. Weil so langsam müssen wir uns doch ein bisschen beeilen Richtung Legendary, da der Monat so langsam sich dem Ende zuneigt. Da müssen wir uns wirklich ein bisschen spurten, würde ich sagen. Lass die Hunde los, das ist super. Terrorwolf Alpha ist, naja, tödlicher Schuss hätte ich auch lieber erst später. Ich hätte ganz gerne einen Hundemeister. Okay, da haben wir zumindest die Kombo für den Lass die Hunde los. Fehlt nur der Adler, oder der Bussard vielmehr. Okay, da ist er auch schon. Also haben wir unsere volle Kombo zusammen. Das ist ganz gut. Jetzt bräuchten wir nur noch den Hundemeister. Und eventuell noch einen anderen Zwei Drop, vielleicht noch ein Kroko oder so. Weil ich gehe davon aus, dass der Kroko sterben wird. Tut es nicht mal, umso besser. Das ist super, da können wir auch den Spotter dann töten, falls es demnächst einen geben sollte. Also Mal des Jägers ist so ein bisschen für die Spotter einfach dann da und für richtig fiese, fette Viecher. Wer das aktuelle Deck hier oder das Standarddeck nicht kennt. Ich muss das okay, da kommt der Silence. Und der Trade. Nichts Spektakuläres. Müssen wir den wegmachen. Der macht uns sonst auf Dauer kaputt. Das Hunter-Deck spielt komplett ohne Fallen zurzeit. Also es gibt sowohl ein Hunter-Deck mit Fallen als auch eins ohne. Ich habe mich jetzt eher an einem ohne Fallen orientiert, wie man sehen kann. Ob das Ganze funktioniert, weiß ich noch nicht, vor allem weil ich das auch so gut wie noch gar nicht gespielt habe. Und man sich da doch so ein bisschen reinfuchsen muss erst. Turn 5 wird, denke ich, ein richtig guter. Also der übernächste. Okay. Frage ist, traden wir den da weg oder nicht? Ich denke, wir können ins Gesicht gehen. Wir haben genug Damage parat, als dass wir das machen können, bin ich der Meinung. Also jetzt schon auf der Hand und mit der Kombo ziehen wir ja nochmal schön viele Karten. Das macht im Prinzip nichts, wir haben ja das der Mal des Jägers, Santas Mark. Okay, so richtig machen will ich den Zug jetzt aber noch nicht, muss ich gestehen. Der muss auf alle Fälle weg. Da geht schon mal nichts dran vorbei. Arkaner Schuss. Wir könnten die Hyäne waffen bis ins Unendliche, ins Unendliche. Das will ich aber nicht. Wir machen das erstmal so. Machen den kaputt. Und schießen. Man merkt schon, aktuell sind die Server ein bisschen übelst am Laggen. Ein bisschen ist nur untertrieben. Dann schießen wir. Ich überlege gerade, ob ich einen Bussard einfach ausspiele. Weil ich letztendlich eh nicht das Mana dafür habe.
Ich denke aber, dass wir den zweiten Buzzard später besser gebrauchen können. Auch wenn wir jetzt schon ein bisschen low sind. Und das hinten raus gefährlich werden kann. Er müsste jetzt mal 2-3 Diener spielen, am besten kleine halt. Damit wir mit Lass die Hunde los auch eine ordentliche Kombo hinkriegen. Das ist schon mal gut. Das ist nicht so gut. Okay. Wir ziehen erstmal Karten. Gucken, was wir kriegen. Okay. Ich denke, wir sollten die Hyäne spielen. Da traden. Den runtersetzen und traden. Und jetzt mit einer dicken Hyäne gucken, was abgeht. Ob der Frankenhieb kommt oder was. Wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dass er kommen wird. Und wenn nicht, sieht's gut für uns aus. Da ist er aber schon. Sind zu low von der HP her. Das ist ein bisschen ärgerlich einfach. Wir haben noch nicht so viel Schaden auf ihn gemacht. Druide ist halt so das schlimmste Matchup, denke ich, für den Hunter. Zurzeit. Wir müssen Karten ziehen. Da geht leider nichts dran vorbei. Da kommt der, den ich vorher gerne gehabt hätte. Und dann traden wir erstmal so. Da geht leider nichts dran vorbei. Jetzt müssen wir hoffen, dass er keinen Brankenhieb mehr hat. Und keinen Sternenregen oder sowas. Zorn ist in Ordnung. Wahrscheinlich auf dem Bussard. Sieht so aus. Gut. Das heißt aber auch, er hat keinen Brankenhieb. Sonst hätte er einen Brankenhieb gemacht. Der hat auch den Krieger ganz schön hochgeskillt, wenn er den goldenen Yeti hat. Okay, da müssen wir auf jeden Fall erst nochmal denken. Die Hyäne werde ich, denke ich, auf jeden Fall spielen. Die muss gebufft werden. Dann spielen wir... Müssen wir den spielen? Dann hätten wir... Das ist gar nicht so schlecht, denke ich. Machen wir den kaputt, dann wird die Hyäne zwar jetzt nicht tot gebufft. Macht aber nichts, die behalten wir mal. Weil den brauchen wir aktuell nicht für den einen Damage. Es macht keinen Sinn, den zu spielen. Ist ein bisschen eher eine Überraschung dann. Für die nächste Runde. Gucken, ob er den Removal gezogen hat. Ich muss das. Macht die Hyäne kaputt, alles klar. Kann ich mit leben. Hat wohl keinen Spottgeber mehr, das ist gut. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Das müssen wir auf alle Fälle machen. Das und das. Und dann machen wir die 11 Schaden hier. Und dann haben wir nächste Runde tödlichen Schaden. Wenn's gut geht. Denn auf Armort wird's knapp, wenn wir kein Wildtier auf dem Feld behalten. Dann kommt's drauf an, was wir ziehen. Das heißt, mal gucken. Es sieht aktuell okay aus, würde ich sagen. Wenn er die Combo hat mit wildem Gebrüll, sind wir, denke ich, tot. Insgesamt sieht es aber okay aus, würde ich sagen. Kann natürlich jetzt sofort vorbei sein, man weiß es ja nie. Da ist der erste Teil der Combo. Mal gucken, ob der zweite auch noch kommt. Wenn er den zweiten Teil nicht hat, reicht es, glaube ich, nicht für tödlichen Schaden.
Er müsste mit dem hier reinrennen. Oder halt mit zwei von denen. Dann hätte er 6, 8 plus Aufarmoren sind 9 und wir haben 10 AP. Das heißt, er braucht auf jeden Fall noch irgendwas, was Damage macht, damit er uns töten kann und wir verlieren und nicht gewinnen. Schauen wir mal, ob er noch was hat oder nicht. Hat er wohl nicht, weil er anfängt zu traden. Das ist gut. Das heißt, wir müssten es geschafft haben. Okay, mal gucken, ob er den kaputt macht. Macht er. Aber das reicht trotzdem nicht. Weil wir haben 3 und 2 sind auf jeden Fall 5. Okay. Und da haben wir es geschafft. Sehr gut. Das war das erste Match und der erste Sieg mit dem Hunter Deck. Das ist so eine Art Control Hunter Deck einfach auch. Oh, einen goldenen arkanen Schuss. Cool, cool. Gucken, dass wir jetzt hier weiter nach oben steigen. Ich muss gucken, dass ich offscreen noch ein bisschen mehr spiele die Woche noch. Weil es sind ja nur noch 8 Tage oder was bis zum Ende der Season. Und wenn ich jetzt nur 16 Matches mache, also quasi 2 Matches pro Folge mal 8 sind 16, haben wir niemals die Chance, Legendary zu werden. Das heißt, ich werde offscreen versuchen, Richtung Rang 1 oder 2 zu kommen zumindest und dann von dort aus weiter aufnehmen für die nächsten Tage. Morgen wird es mir wahrscheinlich noch nicht gelingen. Deswegen müssen wir mal schauen. Das ist natürlich ein riesen Nachteil, wenn wir nicht die Münze haben in so einem Rush Mirror. Tierbegleiter ist sehr gut, das behalten wir mal. Kommt ein bisschen drauf an. Das ist sehr, sehr gut, der arkane Schuss. Und der Bogen letztendlich auch, falls wir gegen so einen Secret Hunter spielen. Weil wir profitieren ja von den Secrets, die von ihm hochgehen, mit. Das ist ganz gut. Also müssen wir jetzt mal schauen, was uns so erwartet. Gibt ja aktuell sehr, sehr viele unterschiedliche Hunter-Decks, die da rumirren. Okay. Kann ich mit leben. Dafür will ich jetzt nicht unbedingt den arkanen Schuss benutzen, muss ich sagen. Was macht er jetzt? Weiß er selber nicht. So wie es aussieht. Ja Mensch, Münze, ein 3 Drop, wahrscheinlich Tierbegleiter. Ach natürlich. Was denn auch sonst? Waffe bringt nichts. Wir müssen selber gucken, was wir kriegen. Wenn wir Leo kriegen, sind wir tot. Super, und da ist er auch. Wir haben nicht nur den Nachteil mit der Münze, sondern auch noch das Pech beim Glücksspiel mehr oder weniger. Vielleicht haben wir Glück und er tötet ihn nicht, dann hätten wir natürlich sehr gute Chancen wieder. Aber er muss ihn töten mit dem Misha, also mit ihm. Ansonsten wäre es lächerlich. Also es wäre so der schlechteste Move des Jahres. Und das ist an einem Montag. Ne, Dienstag heute. Ach je. Weil Montagsfeiertag war, bin ich jetzt schon deppert. Oh, vielleicht haben wir tatsächlich Glück. Er opfert seine Viecher weg. Dann wird der Misha wahrscheinlich nicht reinjagen, oder? Doch, macht er auch. Okay. Okay. Ja, nicht so geil. Der hat ein HP zu viel. Ich könnte ihn zwar so töten, das will ich aber nicht. Wenn ich Misha töte, waffen wir ihn noch mehr. Bringt also auch nichts. Bräuchte einen Mana mehr einfach.
Ach, herrje. Ich denke, wir müssen ihn tatsächlich wegmachen, sonst haben wir gleich verloren. So eine Scheiße. Ist einfach zu viel Damage, dass das Viech gemacht hätte. Pech gehabt und dann so eine Scheiße. Okay. Ja, ich denke, das haben wir schon verloren, das Game. Auf alle Fälle. Da müssen wir jetzt schon an dich ziehen, damit wir hier noch Chancen haben. Nö. Na super. Ob ich den jetzt unbedingt hätte treffen wollen, weiß ich nicht. Aber okay, der hier wäre noch schlimmer gewesen, denke ich. Wir haben halt zu viel Damage schon bekommen, das ist das Problem. Da werden wir hinten raus einfach weggefrühstückt. Zu 80%. Leuchtfeuer ist gut, das heißt, er zieht nur eine Karte. Okay. Das heißt, er hat eine ziemliche Schrotthand. Dafür ist sein Board halt super. Das ist das Problem. Und er macht ihn kaputt. Bitter. Ja, natürlich. Jetzt bald hast du dein ganzes Deck durch, oder was? Oh, 7 Karten Unterschied zu uns. So schnell wie der genommen hat, war es aber was Gutes, was er bekommen hat. Scheiße, 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 kann ich dazu nur sagen. Ja. Mir bleibt nur den zu spielen, was anderes bleibt mir nicht. Muss gucken, dass ich den eventuell dann zum... Also irgendwie einen Buffer dann nächste Runde auf jeden Fall rausbekomme mit dem Hundemeister. Eventuell ein gutes Unleash, wenn er noch was spielen sollte. Wenn er einen Deadly Shot hat, sind wir gleich weg vom Fenster. Also schauen wir mal, was hier draus kommt. Aus seinem Zug. Wir sind halt seit der ersten Runde hinten. Er spielt denselben Shit. Super toll. Okay. Müssen wir mal gucken, was wir ziehen. Wir sind halt, eigentlich sind wir schon lange tot, wie gesagt. Wir spielen das dasselbe Deck scheinbar, oder ein ähnliches. Er hat halt Leuchtfeuer und sowas drin. Was ich jetzt nicht drin habe, aber... Das macht den... Bock nicht fett. Muss das spielen und muss das hier spielen. Ich könnte ihn spielen. Ich hätte gerne einen Spotter auf dem Feld. Spot bringt mir aber nichts. Ja, mal schauen. Traden wir den erstmal weg. Zwei und zwei sind vier. Das reicht nicht, um den da zu töten. Ich kann mir keine 6 Damage nehmen. Das heißt, wir müssen den töten. Müssen den töten. Müssen den töten und den töten. Und das ist jetzt das Beste, was wir rausholen konnten. Wenn der Leck hier mitspielt. Okay. Das war Maximum. 10 Damage, Leroy plus Unleash oder sowas. Unleash plus Timberwolf. Timberwolf reicht schon. Okay. Da kommt der Timberwolf. Wir sind sogar noch am Leben. Okay, dann zeig mal, was wir kriegen. Okay. Lustig, lustig, dralalala. Das reicht aber halt vorne und hinten nicht. Ich jage. Trotz allem. Ich lass die Runde los. Ich habe 2 Runden, um zu überleben. Das heißt, ich muss ihn nächste Runde quasi töten.
Und ich sehe nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe deswegen die Hunde nicht getötet, weil ich sonst keinen Damage auf ihn kriege. Und wenn ich keinen Damage auf ihn kriege, habe ich automatisch verloren. Okay, er hat genau den einen Damage, den er machen kann. Das heißt, wir haben die Runde verloren. Ja, damit steht es 1:1. Wie gesagt, ich werde versuchen, offscreen noch ein bisschen nach oben zu kommen, wegen dem kurzen Zeitspanne. Mit dem und dem Warlock bzw. dem Druiden-Deck. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und hoffentlich ein bisschen höher als nächstes Mal. Ciao, ciao und bis dann.